Willkommen zu Let's Play Luigi's Mansion, dem Launch-Titel des Nintendo GameCube. Zusammen mit Nintendos neuer Konsole und einiger weniger anderer Titel erschien dieses Spiel am 3. Mai 2002 und somit eben kein neues großes Mario oder ein episches Zelda zum Launch einer neuen Nintendo-Konsole. Auf Luigi lastete großer Druck, aber er hat seine Sache gut gemacht. 3,6 Millionen Verkäufe bedeuteten Platz 5 der Nintendo GameCube Charts. Und Luigi's Mansion ist auch heute noch Kult. Allerdings hätte sich Luigi vermutlich ein etwas schöneres zweites Abenteuer gewünscht. Ja, richtig, zweites Abenteuer, wenn man Mario is Missing mit einbezieht, aber das blenden wir am besten ganz schnell wieder aus. Das Ding ist nämlich, Luigi hat eine große, tolle Villa gewonnen. Allerdings an dem dazugehörigen Gewinnspiel niemals teilgenommen. Und zudem steht die Villa auch noch mitten in der Pampa. Bruder Mario wollte schon mal vorgehen, aber keine Spur von ihm. Der Garten ist auch nicht wirklich gepflegt. Und äußerlich könnte man über eine Renovierung nachdenken. Mario, bist du da? Hallo? Niemand zu sehen. Leider auch von innen nicht mehr das neueste Gebäude. Stromrechnung wurde wohl auch schon länger nicht mehr bezahlt. Mario, wo bist du denn? Mario! Vielleicht im Nebenzimmer? Abgeschlossen. Bist du hier? Was zum... Was war das? Bist du das, Mario? Ein... fliegender Schlüssel! Spätestens jetzt sollte dem dümmsten Naivling klar sein, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber hey, wir haben den Schlüssel. Und genau das ist die Story. Mario ist in Luigis neuer Villa verloren gegangen. Und wir sind nicht allein. Zahlreiche Geister hausen hier. Und das ohne Genehmigung. Raus aus meinem Haus! So, aber wir müssen mit allem rechnen, daher ganz langsam öffnen. Ja, moin. Fail. Das haben die Ghostbusters aber besser hingekriegt. Muss wohl noch ein bisschen üben, Alterchen. Da werde ich noch eine ganze Weile schwer zu tun haben. Ich bin zu alt für diesen spukigen Unfug. Nun denn, gestatten, man nennt mich Professor Igitt. Dieses Haus, ich glaube, von Tag zu Tag spuken hier mehr Geister. Aber was hat ein junger Hüpfer wie du hier überhaupt verloren? Geh in die Disco. Reiß Mädels auf. Ich würd's auch machen. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Also Kleiner, leg einen Zahn zu. Mir nach, Tempo. Puh, das war knapp.
Luigi war dein Name, stimmt's? Ich glaube, das Schicksal hat dafür gesorgt, dass sich unsere Wege kreuzen. Gut abgepasst, Luigi. Wie? Du möchtest wissen, wo du dich befindest? Nun ja, diese heimelige Stube dient mir als Zentrum meiner Geisterstudien. Professor Igitts Geisterforschungslabor. Oder schlicht und ergreifend, das Labor. Falls du Abkürzungen bevorzugst. Du hast diese Villa bei einem Wettbewerb gewonnen, an dem du nicht mal teilgenommen hast. Das klingt sehr verdächtig. Du bist also tatsächlich von der Existenz dieser Villa überzeugt. Höchst merkwürdig das Ganze. Ich lebe hier schon seit ich ein junger Kerl von 20 Lenzen war und ich sag dir eins, diese Villa ist erst vor wenigen Tagen aufgetaucht. Und trotzdem sieht sie so kacke aus. Manno, die Geister sind wohl nicht gerade tolle Baumeister. Die Geister haben dich zum Narren gehalten. Keine Ahnung, ob es nur ein böser Traum ist, eine Illusion oder was auch immer. Aber ich wäre nicht sonderlich begeistert, wenn ich ein Spukhaus gewinnen würde. Begeistert. Wo ich dich so sehe, fällt mir wieder etwas ein. Ein Kerl mit einer roten Mütze, die deiner ganz ähnlich sah, lief rauf zum Haus. Er hielt nicht einmal für ein kurzes Pläuschen. Und er kam auch nicht zurück. Oder habe ich das nur geträumt? Das muss Mario sein. Wie bitte? Der Kurze war dein Bruder? Oh nee, wie furchtbar. Ohne meine Hilfe hat er nicht die geringste Chance gegen diese Geister. Du musst ihm folgen. Mir kommt ein Geistesblitz. Ich zeige dir, wie du mit den Geistern fertig wirst, damit du deinen Bruder retten kannst, Luigi. Gute Idee, Mann. Tja, und hier hätten wir dann wohl das Tutorial vor der Brust. Nun, muss wohl sein. Das Gameplay in Luigi's Mansion ist im ersten Moment vielleicht ein bisschen verwirrend, aber Übung macht den Meister. Dies ist der Staubsauger, den ich zur Geisterjagd entwickelt habe. Ich nenne ihn, das ist genial, Schreckweg 0816. Angelehnt an diese Redewendung, ja, das ist doch 0815, ne? Kennt ihr vielleicht. Und gibt auch noch weitere Erfindungen von Professor Igitt. Die wohl berühmteste ist die von Mario aus Super Mario Sunshine, der Dreckweg 0817, glaube ich, ist der richtige Codename. Boah, wenn ich mich da vertue, dann werde ich in den Kommentaren zerrissen. Ich glaube aber, es stimmt. Der Schreckweg schluckt alles Mögliche und Unmögliche. Wirf ihn mal an. Halte die R-Taste gedrückt, um zu saugen und bestimme die Richtung mit dem C-Stick. So, also saugen und dann hier schön in die jeweilige Richtung saugen. Aber hey, Momentchen mal. Ich dachte, ich habe hier eine Villa gewonnen. Jetzt bin ich hier als Putze? Das stimmt doch was nicht. Manno. Luigi, du hast aber auch immer Pech. Ganz gleich, für wie stark du deinen Bruder hältst. Geister sind recht rätselhaft. Auf herkömmliche Weise kann man sie nicht fangen. Also solltest du das hier einsetzen. Nur so kannst du sie bezwingen. Davor fürchten sie sich maßlos. Oder so ähnlich. Nun ja, was hältst du davon, wenn wir nun mit deinem Training beginnen? Geister mögen's dunkel, folglich meiden sie das Licht. Wenn du sie also mit einem Lichtstrahl blendest, stehen sie für einen kurzen Moment unter Schock. Dann ist es Zeit, den Sauger zu aktivieren. Wenn du nahe genug dran bist, dann halte die R-Taste gedrückt und halte den Control-Stick in die entgegengesetzte Richtung, weg vom Geist. Versuch es doch mal. Auf diese Weise lernst du es viel besser, als wenn du mir nur beim Plaudern zuhörst. Ja, das glaube ich auch, also halt mal die Klappe. So, Licht aus, in sein Face und dann einsaugen und mit dem C-Stick in die entgegengesetzte Richtung drücken. Also wenn der Geist nach vorne fliegt, dann C-Stick nach hinten und so weiter und so fort. Und denk dran, jedes Mal, wenn du das Herz eines Geistes sehen kannst, dann kannst du ihn aufsaugen. Während des Saugens musst du den Control-Stick in die entgegengesetzte Richtung steuern, um ihn aufzusaugen. Ja, also den Control-Stick auch. Ich mache halt immer beides, C-Stick und Control-Stick.
Damit bin ich stets gut gefahren. So, komm her da. Wenn das Herz des überraschten Geistes erscheint, kannst du ihn aufsaugen, indem du die R-Taste gedrückt hältst und den Control-Stick bewegst. Danke, ich bin nicht dumm. Ich hab's verstanden. Bewege den Control-Stick entgegengesetzt zum Geist. Uiuiui. Gleich ein Doppelteam, oder was? Oh, da habe ich nur einen erwischt. Das ist blöd. Sollte das passieren, dann verschwindet der Geist instant. Man hat aber meistens dann noch eine Chance, ihn einzusaugen, weil er natürlich nicht locker lässt. Bewege den Control-Stick wiederholt und möglichst schnell in die entgegengesetzte Richtung, um die beste Wirkung zu erreichen. Versuch möglichst nah heranzugelangen, bevor du das Licht einschaltest. Blende sie mit dem Licht, wenn sie in der Nähe sind. Klick, klick. Je mehr, umso besser. Hast du das gecheckt? Jo. Ich glaube, damit war er jetzt gerade nicht zufrieden, deswegen locke ich die beiden ein bisschen näher an mich ran. Ja, manchmal machen sie sich auch über mich lustig, aber ich bin hier, der zuletzt lacht. Hey, Kleiner, streng dich an. Wenn du so weitermachst, wirst du niemals deinen Bruder finden. Was denn, Mann? Ich hab sie doch. Was ist denn dein Problem, Junge? Da kommen sie! Jo, wie auf einmal ausrastet. 5 oder 6 Stück auf einmal. Ich kriege alle bis auf einen. Kommen wir auch noch. Zugabe. Was? Anno. Kommt er nochmal? Nö. Lön. Erfolgreiche Geisterjagd setzt die kombinierte Verwendung von Taschenlampe und Schreckweg 0816 voraus. Hast du gehört, Kleiner? Das macht ihn zu schaffen. Und wie viele hast du eingesagt, hä? Meine Güte, 8 Geister. Weiter so, Luigi. Ja, 2 sausen lassen, aber ist nur das Tutorial egal. Ich denke, du bist jetzt bereit, deinen Bruder zu suchen. Fein, fein. Du bist ganz schön in Schwitzen gekommen, hä? Nun, es geht. Was hältst du von einer kurzen Verschnaufpause in der Galerie? Ich bin besonders stolz auf sie, weißt du? Nun, nein, danke. Ach, wirklich? Du Kunstbanause. Sorry, aber mein Bruder steckt in Schwierigkeiten. Ich kann mir doch jetzt keine Gemälde angucken. Nun, wo soll's hingehen, Luigi? Zur Villa. Alles klar. Anstatt mich zu unterstützen, oder? Bleibt einfach zurück in seinem Schuppen und überlässt mich meinem Schicksal. Ein Monster! Oh, wait. Wir sind nur tot. Wo steckst du nur, Mario? Okay, irgendwie ist er doch ein Monster. Was? Luigi? Was? Oh, Spitze! Du bist Luigi! Du hast es doch noch geschafft! Ich bin froh! Dem Himmel sei Dank! Warum ich hier bin? Nun, Prinzessin Peach bat mich, hier nach Mario zu suchen. Er brach sofort auf, als er hörte, dass du eine Villa gewonnen hast, doch er ist nie zurückgekehrt. Als ich hier ankam, wimmelte es im ganzen Haus nur so von Geistern und von Mario war weit und breit keine Spur. Da bin ich durchgedreht und ich wusste nicht mehr weiter. Es war furchtbar. Ich flehe dich an. Du musst mir helfen, Mario zu finden. Du machst dir kein Bild davon, wie aufgeregt die Prinzessin sein wird, wenn er nicht zurückkehrt. Sie wird im Sechseck springen. Okay, ganz ruhig. Ich kümmere mich drum, Mann. Juhu! Danke, Luigi. Da fällt mir ein riesiger Stein vom Herzen. Und plötzlich geht das Licht an. Wow. Bist wohl Zauberer, hä? Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Oh, warte mal, ich hab's. Lass mich wenigstens das hier tun. Oh, ich dachte schon, das wird jetzt hier nicht jugendfrei. Aber er speichert nur. Ah, alles klar. Im Übrigen finde ich diesen Toad fast schon am süßesten von allen. Also vom Charaktermodell her. Oder? Sieht schon gut aus. Du kannst mich jederzeit um Hilfe bitten. Aber das ganze Spiel sieht gut aus. Echt jetzt. Auch heute noch. Mein erstes Let's Play sah leider nicht ganz so gut aus von der Videoqualität her. Ja, weil das hier ist offiziell ein Reloaded. Ich weiß gar nicht, wann das erste Let's Play gemacht wurde. 2011, glaube ich, müsste es gewesen sein. Das ist also schon ziemlich lange her. Und ein heftiges Game wie Luigi's Mansion verdient auch ein heftiges, modernes Let's Play, oder? Das ist zumindest meine Meinung.
Und deswegen spielen wir es ab heute wieder in der bestmöglichen Quali. Genießt es, Leute. Ich habe auch überlegt, ob ich die Spiegelvilla spielen möchte, weil die ja nochmal was Besonderes bietet. Aber warum ich mich dagegen entschieden habe und was die Spiegelvilla eigentlich ist, das erkläre ich euch gleich. Jetzt will ich erstmal wissen, was hier los ist. Wer hat die Kerzen gelöscht? Warst du das? Nun, dunkle Räume sind gut für uns. Sie lieben die Dunkelheit, sie kriegen dich. Jetzt bist du dran. Dir wird's ergehen wie zuvor diesem Rotkäppchen. Auf dass du in der Dunkelheit umherirrst, auf ewig. Hast du Angst vor der Dunkelheit, kleiner Mann? Sag schon. Mach dich auf sie gefasst. Schlüssel war hier, die Kerzen auszumachen. Man muss in jedem Raum eine Besonderheit finden, weil so ziemlich jeder Raum ein kleines Rätsel darstellt. Und immer wenn man dahinter gekommen ist, tauchen die Geister auf und man hat die Möglichkeit, alle aufzusaugen und dann wiederum so auf diese Art und Weise das Licht wieder einzuschalten. Komm mal her da, du Lappen. Erst wenn auch wirklich alle Geister im Raum eingesaugt wurden, geht das Licht wieder an und man ist sicher. So wie hier und jetzt. Und in den meisten Fällen taucht dann sogar noch eine Schatztruhe auf, wo sich im Optimalfall ein Schlüssel befindet, mit dem wir den nächsten Raum aufsperren können. Auf unserer kleinen Karte, die wiederum auf dem Game Boy Horror abgebildet ist, ein weiteren Gerät von Professor Igitt und gleichzeitig ein Easter Egg in Bezug auf den Game Boy Color. Ja, da können wir alles sehen. Ich kann auch gleich mal hier zeigen, was alles auf uns zukommt. So groß ist die gesamte Villa. Keller, Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock und Dach. Irgendwo befindet sich Mario und wir müssen ihn finden. So, jetzt habt ihr vielleicht schon gemerkt, es gibt an einigen Stellen in der Villa die Möglichkeit, Geld, Geldscheine und Goldbarren zu finden. Gut, später gibt es dann sogar noch Diamanten und Co. Das zweite Ziel des Spiels ist es nämlich, eine möglichst gute Punktzahl zu erzielen. Ganz am Ende gibt es so eine Art Abrechnung, wo dann das gesamte Geld zusammengerechnet wird und dann hast du quasi einen Highscore. Also es ist nicht unbedingt notwendig, aber es ist halt so ein Nebenziel, das man parallel verfolgen kann. Für jeden Gegentreffer verliert man Geld. Also sollte man sich nicht von den Geistern verprügeln lassen, so wie Professor Igitt vorhin. Und man muss auch tatsächlich jeden Millimeter in der Villa überprüfen, um auch wirklich alles zu finden. Das Ding ist nur, manchmal gibt es... Oh, was ist denn los jetzt? Manchmal gibt es auch ganz, ganz random ein paar Münzen und Geldscheine. Und was ist denn mit dem los? Ich krieg den nicht gefasst. Das ist ein etwas stärkerer Geist, dieser Rosane. Merkt man vielleicht schon an seiner Statur. Er ist ein bisschen größer, hat längere Arme und hat auch mehr Leben. Aber auch er sollte eigentlich kein allzu großes Problem sein. Da habe ich jetzt nur mehrfach mit dem Timing gefailt, weil man darf natürlich den Schreckweg erst aktivieren, wenn man das Herz des Geistes sieht. So, immer auf Abstand gehen. Also defensives Gameplay ist gar nicht so verkehrt. Ich merke schon, ich muss mir noch ein bisschen reinfinden. Lange nicht mehr gespielt, das Game. Aber das wird schon. Solange wir am Ende nicht eine völlig desaströse Punktzahl vorzuweisen haben, ist alles gut. Und das war jetzt tatsächlich ein Gegentreffer. Aber wenn man es schafft, die Münzen wieder einzusammeln, dann ist das halb so wild. Weiß auch nicht, warum der längere jetzt nicht auch mit eingesaugt wurde. Ich hatte dich doch ebenso anvisiert. Mensch, jetzt aber. Na gut, der kleine Faustschlag hat mich aber hoffentlich wieder wachgerüttelt. Allzu wild ist es nicht. Die Kohle haben wir ja wieder gekriegt und in vielen Schubladen und anderen Gegenständen kann man auch Herzen finden.
die einen wiederum heilen. Ja, warum spiele ich die Spiegelvilla nicht? Um die Frage kurz zu beantworten, weil, wie gesagt, es gibt schon ein normales Let's Play, auch wenn es nicht wirklich gut ist. Der Hauptgrund ist einfach der, dass die ganzen Story-Elemente in der Spiegelvilla fehlen. Also es kommt zu keinen Zwischensequenzen, zumindest nicht am Anfang, und es ist alles so ein bisschen unnachvollziehbar, sollte man das Spiel nicht kennen. Außerdem hat man auch von Anfang an den Dreck weg. Und das in der Summe hat mir einfach nicht gefallen. Oh, ein ziemlich starker Bananengeist. Könnte Donkey Kong in Geistergestalt sein. Er hat sogar 40 KP und er kann immer mal wieder Bananen auf den Boden schmeißen. Also da muss man wirklich aufpassen. Wenn man auf denen ausrutscht, dann tut man sich am Hintern ganz schön weh. Das darf natürlich nicht passieren. Also immer wenn möglich die Bananen einsaugen. Bei mir verstellt sich aber auch die Lampe ständig. Ja, ist ja Part 1. Ich denke, ich habe noch ein bisschen Welpenschutz. Und wenn genügend Zeit vergeht, dann sollte ich mit denen schon klarkommen. Das Wichtigste ist, keine Gegentreffer zu kassieren. Ja, ein weiterer Grund dafür, dass ich mich eben gegen das Spiegelvilla-LP entschieden habe, ist halt der, dass das Original-LP wirklich nicht mehr auf dem heutigen Standard ist. Das... Oh, das war ein Geldgeist! Alter, was zur Hölle? Weil das nicht mehr auf dem heutigen Standard war, dachte ich mir, mach mal das normale LP halt nochmal durch. Mit der ganzen Story und in bester Quali. Ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir nicht doch irgendwann mal die Spiegelvilla noch zocken. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass Luigi's Mansion 3, also der zweite Teil erschien für den Nintendo 3DS und nennt sich Luigi's Mansion 2 Dark Moon. Ich kann mir gut vorstellen, dass der dritte Teil irgendwann für die Nintendo Switch erscheinen wird. Vor allem, weil es halt einfach gut reinpasst. Du kannst die Joy-Cons einfach perfekt für Luigi's Mansion verwenden. Also ohne Spaß, wenn Nintendo Luigi's Mansion 3 nicht für die Switch released, dann falle ich vom Stuhl. Das ist wirklich eins der Games, was einfach nur perfekt auf die Switch und deren Technologie passt. Jo, und vielleicht, wenn es dann angekündigt ist, so zur Einstimmung, zocken wir nochmal die Spiegelvilla und Luigi's Mansion 2. Hm? Ist das ein Plan? Ich denke schon. So, haben wir in dem Raum jetzt alles? Ach ja, wegen des Geldgeistes. Das ist so ein Random Geist, der... Wobei, ich glaube, der ist gar nicht random. Der kann... Ja, das stimmt, das war so. Der taucht einmal, ein einziges Mal auf. Und wenn man es nicht schaffen sollte, ihn zu bekommen... Also es gibt an ein paar Stellen im Spiel diese Geldgeister. Wenn man es nicht schafft, dann taucht er nicht mehr auf und... Naja, das Geld ist eben verloren. Sprich, es wird dann in der Endabrechnung fehlen. Mario, wo bist du nur? Hä, Luigi? Oh ja, Luigi! Zum Glück hast du mich gefunden. Da fühle ich mich gleich viel wohler. Bitte, bitte, bitte. Du musst Mario retten. Ich habe schon überall nachgesehen, aber ich kann ihn einfach nicht finden. Wo mag er stecken? Das weiß ich auch noch nicht. Aber wir werden es bald herausfinden. So, bei Toads befinden sich, glaube ich, nie Geister. Also ich kann mich jetzt zumindest nicht dran erinnern. Und ich hätte den Part jetzt auch schon bei diesem Toad beenden können. Aber wir machen es folgendermaßen. Ich zeige euch noch einen kleinen Trick, kleines, ja, Easter Egg fast schon. Man kann nämlich jeden Spiegel mit dem Game Boy Horror scannen und sich auf diese Weise zurück ins Foyer porten lassen. So, und bei diesem Toad werde ich jetzt abspeichern und den ersten Part beenden. Das Spiel ist leider nicht allzu lang, deswegen werden auch die Parts nicht allzu lang sein. Aber ich hoffe, wir genießen Luigi's Mansion gemeinsam einmal mehr. Also, wenn es gefallen hat, gebt dem lieben Luigi keinen Grund, sich vor den Statistiken zu erschrecken. Schenkt ihm ein paar Likes und verpasst nicht die nächste Folge Luigi's Mansion für Nintendo GameCube.